Wilfried Sonnemann war einer der wenigen, die durch Studien die Virengefahr im Trinkwasser früh erkannten. Doch er wurde von der Wissenschaft lange nicht ernst genommen. Heute ist er durch viele Untersuchungen rehabilitiert. Sonnemann geht davon aus, dass sogar Influenza, also Grippeviren, durch Leitungswasser übertragen werden können. Schon vor 10 Jahren hat Sonnemann als leitender Wasserkontrolleur in Nordrhein-Westfalen vor Epidemien durch Viren im Trinkwasser gewarnt. Doch er wurde mundtot gemacht. Ja, ich habe frühzeitig vor den Viren im Trinkwasser gewarnt. Die Wasserlobby hat mich als Spinner abgetan, wollte Geld sparen für neue Aufbereitungsanlagen. Die Politik ist vor dieser Wasserlobby eingeknickt und hat mich depressiv krank gemobbt, sodass ich bereits mit 50 Jahren in den Ruhestand geschickt worden bin. Was ist in Ihren empirischen Studien, die Sie ja über Jahre gemacht haben, aufgefallen? Welche besondere Auffälligkeit, die vor allem eben auch auf Viren hinweist? Es gibt einen strengen Zusammenhang zwischen der Kälte des Wassers und der Virusinfektion. Das heißt, je kälter das Wasser ist, umso besser werden die Viren im Wasser konserviert und die Virusinfektionen folgen genau dem Gang der Kälte im Wasser. Herr Sonnemann, wenn Sie mal beschreiben, wie sind Sie überhaupt auf die Problematik gekommen, ja, und was haben Sie eigentlich festgestellt? Weil Viren sind überhaupt nicht auf dem Plan, weder in der Kontrolle noch in der Aufbereitungstechnik. Wie sind Sie darauf gekommen? 1993, 94 ist im Raum Aachen von 600.000 Leuten das Trinkwasser über Wochen abgekocht worden. Und Professor Martin Exner hat mich bei einer der Krisensitzungen zur Seite genommen und hat mich auf das Problem der Rotaviren hingewiesen. Ich habe daraufhin 2004 Trinkwässer aus der Region Aachen auf Rotaviren untersucht und wir hatten eine positiven Rate von 20% gefunden. Das heißt, jede fünfte Probe war Rotavirus positiv.